Nach 2 Jahren Corona-Pause fand vom 26. bis 30. August der Bruxer Heiratsmarkt statt. Wir haben für euch Albert Dormeyer und sein Team beim Aufbau des Rock Express Part 2 besucht. Manuel hat uns ein paar spannende Informationen zur Geschichte des Rock Express, zum Aufbau und zur Technik berichtet. Unter anderem durften wir über die Schultern schauen, als die Bodenplatten im vorderen Teil erneuert wurden, aber seht selbst. Ja, schönen guten Morgen erstmal. Also wir sind hier bei Musik Express Dormeyer. Rock Express Part 2. Für mich ist es Part 1, weil ich werde an den Lagen groß. Familie Dormeyer ist ein Traditionsunternehmen. 8., 9. Generation ist meine Freundin, zukünftige Frau. Ich bin Manu, ich bin der zukünftige Schwiegersohn. Also ich trage den Namen Dormeyer noch nicht. Kommt irgendwann. Wir befinden uns jetzt in Bruckhausen. Das ist unser Traditionsplatz. Da kommen wir seit der 9. Generation eigentlich schon hin. Ich glaube, die Familie ist sogar noch älter. Ich weiß nur von der 9. Generation. Mit welchen Frauenverkaufsgeschäften seid ihr denn hier auf dem Heiratsmarkt vertreten? Also, wir sind mit dem Rock Express natürlich unterwegs, wo man uns auch kennt. Aber für meine Freundin, zukünftige Frau und mich ist es eine Besonderheit. Wir haben noch ein Spielgeschäft jetzt stehen. Das ist für uns auch mal eine Besonderheit, dass wir mit unserem eigenen Geschäft auch noch mal hier stehen. Dann haben wir natürlich einen Boxautomat noch stehen, das ist für uns so nebenbei, damit sich die Leute auspowern können. Bis 2013 seid ihr mit dem Rock Express Nummer 1 gereist. Das Geschäft hatte, wenn ich das richtig gelesen habe, 3 Vorbesitzer und hieß zu Anfang mal Schlager Express. Ja. Weißt du zufällig, von wem und warum das Geschäft umbenannt wurde? Umbenannt wurde das von uns, weil mein Schwiegervater ist ein absoluter Rock'n'Roll-Fan. Das war ein Vier-Säuler. Das hat mein Schwiegeropa damals gekauft. Ja, wir hatten davor aber auch noch die Monsterbahn, die damals die Familie Dreher-Zahnitz hatte. Das war auch eine Art Musikexpressbahn, nur ein bisschen kleiner. Also da ist schon die Tradition ein bisschen länger. Also nicht nur mit Rock Express Part 1, sondern davor hatten wir auch schon so eine Art Musikexpress. Und warum habt ihr euch von dem Rock Express Part 1 getrennt oder trennen müssen? Ja, das ist leider eine ganz traurige Geschichte. Man kann es leider auf YouTube nachgucken. Einfach Dormeyer Rock Express eingeben. Und da ist leider ein ganz großer Sturmschaden entstanden. Wir standen in der Heide und ja, da war der Wind ein bisschen doller. Und dann hat das Karussell einen ganz großen Schaden erlitten. Und da war einfach aus wirtschaftlicher Sicht einfach mal zu gucken, das Geschäft zu renovieren. Könnte man, das ist keine Frage, das hätte man machen können. Oder man geht eine modernere Nummer und dann hat man sich für den Laden entschieden. Weil auch wegen Personalmangel und Personalkosten und so weiter ist der Viersäuler. Also da ziehe ich einen Hut ab von Michael Bayer, muss ich wirklich sagen. Aber wir können das so nicht mehr reisen. Das heißt, für euch war das auch von vornherein klar, es soll wieder eine Berg- und Talbahn sein? Ja, selbstverständlich. Also das wird auch noch die Zukunft sein, also auch noch für meine zukünftigen Kinder, dass die an einem Musikexpress groß werden. Weißt du, ob ihr damals mehrere Geschäfte zur Auswahl hattet oder stand das von vornherein im Fokus? Also wir hatten mehrere Geschäfte zur Auswahl, aber dann ist es eben der hier geworden, die Discobahn von Welte. Weil das passte alles, das passte vom Budget, das passte alles im Rahmen rein und dann haben wir den Laden bekommen. Man findet ja noch an einigen Stellen den Schriftzug Musikexpress. Habt ihr noch irgendwie eine weitere Umgestaltung zum Motto Rock geplant? Ja, also jetzt erstmal nicht. Corona hat ein bisschen das Budget minimiert. Aber irgendwann, muss ich von mir auch sagen, wenn ich das Geld gespart habe, dann sollen die Chaisen einmal einen anderen Schriftzug kriegen und auch eine andere Farbe einmal wieder modernisiert werden. Nur das dauert noch ein bisschen. Weil wir gerade ein bisschen in Licht investiert haben, in die Technik haben wir sehr viel investiert. Und ja, das dauert alles noch. Aber das ist irgendwann mal in ferner Zukunft, ist das geplant.
Ihr habt ja auch den Fußboden jetzt gerade neu gemacht, ne? Genau, wir haben erstmal einen neuen Fußboden gebaut, einen leichteren. Das kennt man schon von zwei, drei Firmen. Und das ist einfach für uns, damit wir das auch selber alleine tragen können und unser Personal auch ein bisschen geschont wird. Ja, man sieht ja ein bisschen den Rohbau hier. Wir sind noch am Aufbauen, noch ein bisschen am Renovieren. Wir bauen unseren Fußboden gerade neu. Das ist Warmgewebe mit Epoxyharz. Das sieht man hier ganz gut. Das ist einfach von der Stabilität sehr, sehr gut. Und sehr leicht, ne? Ja, sehr leicht von der Bauweise. Wir haben uns dafür entschieden, weil, wie man hier sieht, haben wir noch ein paar Holzfußböden. Und das ist einfach mit der Personalnot, die man heutzutage hat, nicht mehr schön. So kann ich mit meiner Frau den Fußboden alleine legen. Und auch für meine Angestellten, die ich habe, ist das einfach sehr erträglich, dass man den Fußboden alleine heben kann und machen und tun. Wie wir auf den Workshop gekommen sind, mein Schwiegervater, der hatte die Idee schon vor 5-6 Jahren. Aber dann kam leider was dazwischen und dann musste das erstmal zurückgestellt werden. Und jetzt haben wir erst hier mal angefangen, dass wir erstmal vorne den Fußboden neu kriegen, weil wir noch ein bisschen was ändern wollen hinten. Und wenn das dann alles fertig ist, dann kommt hinten auch noch der Fußboden komplett, dass man das wirklich nur noch ganz leicht auf- und abbauen kann. Jetzt ist ja noch alles ganz weiß. Wie soll das denn nachher von der Optik her aussehen? Also, wenn es geht und der Materialpreis wieder runtergeht, dann wollen wir so ein Riffel-Alu wieder raufziehen. Weil dann ist das pflegeleicht, das kann man waschen, machen, tun. Und ja. Also das ist quasi nur die Grundsubstanz und genau. Da kommt dann nachher noch eine Beschichtung drauf. Eventuell, also das kommt auf jeden Fall Farbe drauf, was unsere Ursprungsfarben sind. Unsere Ursprungsfarben sind ja eben blau, rot, dann das Gelb, ja, und schwarz. Aber das kommt, wenn es gemalt wird, nicht mehr in Reihe, sondern wieder als Schachbrettmuster. Mhm. Und dann mal gucken. So ist das ja beim Rock Express 1 gewesen. Und so soll es auch irgendwann mal wieder hinkommen. Bei den Holzfußböden hast du ja, gerade wenn dann schlechtes Wetter mit Regen war, häufig das Problem das gehabt, Problem dass diese rutschig waren. Das haben wir so gar nicht, weil wir noch Alu reingezogen haben. Wir haben hier so Alustreifen, ja, drauf. Und damit ist die Rutschfestigkeit einfach gegeben. Viele hauen noch Sand, Quarzsand mit in die Farbe rein. Aber das kann auch, wenn man mal wegschuppert, sehr wehtun. Das ist, als wenn man mit dem Fahrrad auf dem Asphalt knallt. Das ist aber jedem selbst überlassen. Ja. Und bei den neuen Platten, wie habt ihr das da vor? Ja, da soll auch erstmal Farbe rauf, wenn das alles gut ist und dann auch wieder, wie hier, was man so schön sieht, die Alustreifen, dass man das alles schön rauf macht, neu, und dann passt das alles. Wie viel Arbeit, also in Zeit steckt da jetzt ungefähr drin, mal nur eben in den so einen neuen Fußboden zu machen, genau? Also ich muss sagen, dieser Fußboden ist relativ schnell bis jetzt gewesen, das was man jetzt hier sieht, die paar Quadratmeter. Das wurde heute Vormittag fertig gemacht, aber das ist ja nicht alles, da kommt ja noch ein U-Alu rum, das wird hier praktisch rumgesetzt und dann an den Kanten alles verschweißt und da ist ja eben die Kunst, den Winkel und so alles genau zu treffen. Ja. Und wie werden die nachher befestigt? Werden die einfach nur raufgelegt oder ja, auch schon irgendwie fixiert? Ja, ein Untergestrebe, wir haben ja Streben unten und dann ein Untergestrebe, dass das immer in den Zwischenfeldern passt, dass sie nicht nach links, nach rechts, nach oben oder unten rutschen können. Und zum Aufbau ist es ja super, wenn die leicht sind, aber nachher, wenn die wirklich dann hier auf dem Gestell liegen, ich sehe jetzt da zum Beispiel mal so eine Kante, na, also sind die nachher dann irgendwie plan oder wie kriegt die das hier plan, diesen Übergang? Die sind plan, das ist 100% plan nachher, da kann man nicht wegrutschen, da passiert nichts. Das ist, sieht jetzt alles nur so aus, weil es gerade der Rohbau ist. Die Feinheiten kommen dann alles. Ja, nebenbei bauen wir noch weiter auf. Unser Ausleger haben wir schon 11 Stück drin. Und da kommt auch noch ein bisschen was. Fahrzeuglicht kommt noch, eventuell für Bruchhausen. Wir haben schon ein bisschen was an Licht neu gemacht. Das wird man noch sehen, wenn Bruchhausen ist. Unsere Lichtgitter haben wir aber neu verkabelt, neu gemacht. Also da passiert jetzt ein bisschen was bei uns. Wahnsinn, wie schnell die neuen Bodenplatten zugeschnitten und im Einsatz waren. Ich hätte nicht gedacht, wie stabil das Ganze am Ende ist. Obwohl die Anti-Rutschleisten noch nicht angebracht waren, hatte man einen zuverlässigen Halt. Wenn die Platten demnächst im typischen Design lackiert sind, wie Manuel es beschrieben hat, dann wird das ein echter Hingucker.
Du hattest das eben schon erwähnt, der Rock Express Nummer 1, das war ja ein Mark IV-Säulen-Express. Und das Geschäft jetzt ist, glaube ich, von Kosmond, ne? Wo sind denn da die wesentlichen Unterschiede? Jetzt Optik, Technik? Mack Musik Express, der Viersäuler, den konnte man ohne, ach doch, mit Strom, aber nur mit einem 32 Ampere-Stecker aufbauen, weil vier Winden dran waren. Da waren vier Ecken, die sind hochgefahren. Jetzt sprechen wir von einem Kosmond Zweisäuler. Wir haben links und rechts haben wir jeweils Säulen. Da ist ein Hydraulikzylinder drin mit einem Seilzug, dass wir den ganzen Dachstuhl mit zwei Hydraulikzylindern hochkriegen. Der Dachstuhl ist auch allgemein moderner, weil das alles hydraulisch geklappt wird. Bis auf das Innenleben, die Stangen, die hier drin sind, die müssen wir noch per Hand einsetzen. Aber Plafond, Front wird alles nur noch mit Stempeln runtergeklappt, also wesentlich einfacher. Das heißt, wie viele Leute braucht ihr dann jetzt zum Aufbau? Da gibt es bestimmt auch einen Unterschied, oder? Ja, also beim Mack braucht man 5 bis 6 wegen den schweren Teilen, weil das ist leider so. Und hier können wir mit 3 Mann können wir aufbauen. Okay. Also das ist auch wirklich so, 3 Mann geht. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr jetzt auch mehr technische Hilfsmittel als bei dem Express Bad 1, ne? Genau, wir haben eine Besonderheit auch gehabt, das ist auch von Kosmond damals gebaut. Das haben viele Kosmond Musikexpresse nachgebaut. Wir haben einen Kran drin oder einen Galgen, um unsere Ausleger zu verpacken. Und das haben ja viele nachgerüstet, weil es einfach ist. Das ist auch, wir haben hier schwerere Ausleger als beim Mack, weil es alles stabiler war. Hier haben wir auch noch eine Besonderheit bei den Laden. Das war eigentlich mal eine Raupenbahn mit Verdeck drüber. Luftleitungen liegen auch noch drin, das war damals im Unterzug gleich mit reingeschweißt. Aber das war ursprünglich mal eine Raupenbahn. Ach, das ist auch nochmal ein spannendes Detail. Ja. Wie habt ihr denn jetzt die 2 Corona-Jahre für euch erlebt und auch genutzt? Ja, wir haben 2, 3, 4 Parks gehalten. Unter anderem auch in Bruchhausen. Dann haben wir auch einen Filmdreh noch gehabt. Da muss ich auch noch der Filmgesellschaft oder dieses Projekt, was da war, danken. Da haben wir einmal auf dem Hof aufgebaut. Dann haben die da ihren Film gedreht, das Massaker von Anrüchte. Das war irgendein Filmprojekt. Und dann haben wir ein paar Renovierungsarbeiten gemacht mit Farbe, was wir so konnten. Und dann, ja, was waren das? 6 Parks haben wir in 2 Jahren gehalten. War nichts Tolles, aber das war mit Musik jetzt besser. Da sind wir eben arbeiten gegangen, LKW gefahren oder Schienen geschliffen oder irgendwas. Überall, wo man arbeiten konnte, haben wir natürlich angenommen, um weiterzukommen. Ich bin froh, jetzt geht's wieder los, jetzt sind wir da voll in Saft und jetzt geht's wieder ab. Ja, gestern war ja auch die Markteröffnung hier auf dem Heiratsmarkt. Wie ist der erste Tag gelaufen? Seid ihr zuversichtlich? Finanziell muss man gucken, was am Ende ist. Am Ende werden die Toten gezählt, aber vom Gefühl her, endlich mal wieder in der Heimat zu stehen und endlich mal wieder einen normalen Bruchser Markt zu haben, das ist einfach mal wieder schön und das macht auch wieder Freude. Allein diese lächelnden Kinder, die ich gestern hier hatte, die zum Teil das noch nicht erlebt haben, was ein Musikexpress ist oder ein Breakdance oder auch ein Polyp, das ist schon Wahnsinn, wenn die reinkommen und danach mit einem Lächeln rausgehen, das ist das größte Geschenk. Also da ist das Geld immer ein bisschen unrelevant. Finde ich für mich persönlich. Habt ihr schon konkrete Pläne auch für die nächste Saison? Also wo sind so die nächsten Standplätze, wo man euch finden kann in diesem und im nächsten Jahr? Also dieses Jahr haben wir noch 3 Plätze. Also unser Rock Express-Team findet man nochmal in Leer. Da machen wir einen anderen Musikexpress für einen Onkel von meinem Schwiegervater. Aber wir sind jetzt nochmal in Passau. Von hier wieder eine lange Anreise nach Passau. Wollten wir mal hin. Danach geht es nach Bünde, natürlich zum Zwiebelmarkt, wo wir auch seit 20 Jahren, glaube ich, sind. Mhm. Und dann nochmal zum Abschluss der Saison nach Cuxhaven. Und dann war es das. Und dann geht das schöne Geschäft im Winterschlaf. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und für die spannenden Einblicke. Liebe Freizeitpark- und Kirmesfans, wir waren tief beeindruckt, wie sich der Rock Express Part 2 in den letzten Jahren entwickelt hat. Manuel hat es erwähnt, Corona war hier ein richtiger Dämpfer. Trotzdem wurde Geld in die Hand genommen, um weiter auf LED-Beleuchtung umzurüsten. Und auch die neue Mitte, die kann sich echt sehen lassen. Das i-Tüpfelchen war für uns allerdings das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Fahrt dauert üblicherweise 6 bis 7 Minuten und es wird in beide Richtungen gefahren, vor- und rückwärts. Dies gilt auch für Abendfahrten, wenn mehr Andrang ist.
Also wenn ihr das nächste Mal den Rock Express Part 2 auf eurer Kirmes entdeckt, dann überlegt nicht lange und fahrt eine Runde mit. Es lohnt sich.